Das Familienunternehmen K-Kosmetik lud gemeinsam mit dem Verein auf Augenhöhe zu einem Benefizabend, der der kleinen Lisa zugutekommen soll. Bei prall gefülltem Unterhaltungsprogramm wurde eifrig gespendet. Die 12-jährige Lisa wurde mit einem Herzfehler geboren. Vor 7 Jahren erhielt sie ein Spenderherz und dennoch ihr Zustand hat sich verschlechtert. Ich kenne die Lisa seit dem Anfang, seit sie die OP gehabt hat. Ich weiß, wie die Lisa, in welchem Zustand sie vom Spital entlassen worden ist und welche Fortschritte die Lisa gemacht hat. Und ich liebe überhaupt diese Familie. So behütet, wie das Kind ist, das muss man einmal finden. Was genau wird jetzt gesucht hier? Es geht ja um einen Hund, was wir gehört haben. Ja, es geht wegen einem Therapiehund, was Rote Kreuz ausbildet. Und das sind natürlich enorme Kosten. Und ich hoffe, dass wir das Geld zusammenbekommen. Es ist immer schön, wenn Menschen gemeinsam Gutes tun und noch dazu. Dazu wird es eine gute Unterhaltung werden. Es gibt da tolle Musik, wir haben großartiges Wetter. Das ist dann offensichtlich, wenn alles zusammenspielt, besonders erfreulich. Und man muss auch sagen, Hut ab vor der Familie, die hinter der K-Kosmetik steht, weil das ein riesen Aufwand war und die sich auch unglaublich Mühe gegeben haben und alle helfen zusammen. Und allein das ist schon was ganz Besonderes, wenn eine große Familie über mehrere Generationen gemeinsam Gutes tut. Das kann man gar nicht oft genug betonen. So traf man sich am vergangenen Wochenende im Festzelt in der Himberger Straße. Wir wollten als Firma in Schwechat einmal was auf die Beine stellen mit einer Organisation und Hilfsbedürftigen, eben behinderten Menschen, weil das in den Hintergrund auch gestellt wird. Das ist einfach zu helfen und zu finanzieren. Und wir haben das im Zuge dessen mit einer Neueröffnung unserer Lackierbox in Verbindung gesetzt und haben unsere ganzen Firmen und gebeten, zu sponsern und helfen, genau. Und wollen damit die Lisa unterstützen und sind stolz drauf, einen 5-stelligen Betrag heute zu verkünden dürfen. Ja. Mit von der Partie unter anderem die 3 und Harry Steiner. Ist das für Sie eine Herzensangelegenheit? Ja, natürlich, weil wir Gott sei Dank, dem Himmelvater sei es Dank, selbst gesunde Kinder und Enkelkinder haben und darum muss man dieses Glück, das uns Gott gegeben ist, natürlich weitergeben. Das ist uns wirklich eine Herzensangelegenheit. Wie empfinden Sie das? Ja, ich schließe mich da vollkommen seinen Worten an. Es ist meine Ehre, für eine gute Sache mein Talent, unser Talent einzusetzen. Und das ist gelungen. Nun wird Hündin Yara beim Roten Kreuz ausgebildet. Und die Kosten dafür können dank der vielen Spender vom Verein auf Augenhöhe übernommen werden. Wir helfen wirklich einem Menschen, der was eine Hilfe braucht. Und jede einzelne Hilfe kostet ein Vermögen. Also so ein Hund kostet wirklich ein Vermögen. Und die Petra, muss ich sagen, müssen wir sie wirklich bedanken, hat sich da voll eingesetzt. Auch der Markus, also im Hintergrund das Zelt, das war auch viel Arbeit. Ja, im Endeffekt haben wir es geschafft. Ja. Ja.